So, und damit willkommen zurück. Wir waren ja hier stehen geblieben und... Genau, hier waren wir stehen geblieben. Auf geht's. Eingabeort wählen. Hammer Faust ist unser U-Boot. Okay. Groß festlegen, ja. Elektroheli. Schnell, Blaskovic. Die Strahlung da unten ist hoch. Schön, Rosmein. Achso, nein, Anzug habe ich jetzt keinen. Ach, man kann den Waffen wegschlagen. Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Ich versuch's, Medikit. Nicht verfügbar. Okay, gehen wir hier rein. Ich ja schon fast wie Fallout hier. Kann man nicht ausknipsen, alles klar. Verstecken. So, dann hat er ein schickes Ding dabei gehabt. Alles klar. Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Was hat man? Dekontaminierungskammer hier.
unseren Elektroschocker wieder aufladen. Das Gesundheitsministerium hat den jeden Sport für die Maske und Rechts im Fußball verboten. Oh? Du wusstest nicht. Aber nicht mehr. Willst du meine richtige Geschichte? Also schön. Nächster. Ich sagte Ihnen, dass das auf jeden Fall Fußball sein müsste. Kein Baseball, Handball. Nicht Handball. American Football. Ach ja, so nennen Sie das. Also gab ich ihnen einen alten Fußball, den die Wachen in ihren Pausen benutzt hatten. Wissen die Cowboys denn überhaupt, wie man Fußball spielt? Sie haben es versucht, war sehr lustig. Rannten rum die aufgescheuchte Hühner völlig ohne Taktik. Und ständig lagen sie irgendwann aufeinander. Wir haben sogar den Ball in die Hand. Ich schwör bei Gott, es war so. Ach, das Lagerfeld. Naja, was ist damit überhaupt passiert? Geschlossen. Und sind die Gefangenen ausgegangen. Ach, guck mal. Hier könnte man sich undurch quetschen. Okay. Man sich überall durchquetschen, ist voll geil. Geschrottet. Ist langweilig. Mein Onkel Gerhard war vor dem Krieg geschäftlich hier und meinte, New York wäre die Stadt, die niemals schläft. In Manhattan war vor der Zeit als jetzt haben sie uns gesehen. Wechsel meine Position!
Okay. Die dicken Wummen sind einfach geil. Du kannst sagen, was du willst. Hier, das wäre irgendwie hier. Da ist Sprit drin. Hab's doch geahnt. Das sind ja zwei. Hier was Schönes liegen. Pistole auf Dosen schießen. Jetzt sind die Dosen größer. Und die Waffen. Hier von da soll man, glaube ich, kommen. Wir sind hier, glaube ich, rein. So. Okay, dann müssen wir halt da rein. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Thank you.
Glück gibt es hier oben auf dem Aufzug immer noch so einen Knopf, den man klicken kann. Da ist dann noch voll. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen aufheben? Direktionsgang. Die New Orleans unterlagen die Griswolder. Mein Stichwort. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Nee, da geht's hoch. Gerät. Blaskowitsch, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Blaskowitsch, ich seh dich. Bin gleich da. Ja, ne. Okay. Achso.
Wir sind ein gutes Team. Du und ich. Ach, Scheiße. Wie kommst du denn? Ja, den haben sie, glaube ich, erledigt. Hey, alles klar? Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch, okay? Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey Seth, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blazkowicz. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Hut-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. Notiz unbekannten Regimewissenschaftlers. Die haben Regimekommandanten dabei. Streng geheime, verschlüsselte Informationen, sagt Signorina Sikon. Das ist enorm rufen. Ich trau dieser Regimefrau nicht, Bruder. Aber wenn sie recht... Grace! Still vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich ihnen das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale. 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern. Seit geraumer Zeit höre ich jetzt von diesem Widerstandsführer namens... Horton. Tut mir leid, das Scheißteil muss noch kalibriert werden. Aha. Horton. Er und seine Leute haben sich in der New Orleans-Zone verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blazkowicz. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Egal. Das wird jedenfalls nicht einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um ganz New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot nicht durch. Aber wissen Sie was? Drauf geschissen. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer.
Anja. Wen soll ich abknallen, Grace? Sie und Fergus dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bone ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncher Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Ab in den Torpedoschacht. Freunde. Blaskovic, Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Hey, Blasko, ich konnte noch keinen einzigen verdammten Zivilisten ausmachen. Dafür aber jede Menge Regimesoldaten. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück. Fergus, Ende. Da laufen auf jeden Fall Krokodile rum.
Können wir hier nicht noch, warte mal, Waffen? Strom wieder. Ah, da brauchen wir wieder.